Auf das Blasen der Trompeten der Apokalypse folgt die Ankunft der vier Reiter der Apokalypse, die zu den gefürchtetsten Gestalten der christlichen Welt gehören. Johannes der Evangelist war einer der Apostel, die Jesus am nächsten standen, und einer der Hauptprediger der Lehren Christi. Johannes gilt als Verfasser wichtiger biblischer Bücher wie des Johannesevangeliums und der drei Johannesbriefe. Sein berühmtestes Werk ist jedoch die Offenbarung des Johannes. Der Evangelist Johannes war auf die griechische Insel Patmos verbannt worden, wo er versuchte, der vom römischen Kaiser Domitian angeordneten Christenverfolgung zu entgehen. Während seines Aufenthalts auf Patmos schrieb Johannes das Buch der Offenbarung, in dem er seine prophetischen Visionen beschreibt, die ihm ein Engel des Herrn schenkte und die das Ende der Zeit und die Rückkehr des Messias ankündigten. Die Prophezeiungen im Buch der Offenbarung des Neuen Testaments besagen, dass Gott bei Anbruch der Endzeit eine Schriftrolle mit sieben heiligen Siegeln in der Hand halten wird, die wiederum den Inhalt der Schriftrolle bewahren, die große Geheimnisse enthält, welche seit Anbeginn der Erde verborgen wurden. Nach der jüdisch-christlichen Vision wird das Kommen der Apokalypse die göttliche Offenbarung von Dingen einleiten, die bis dahin geheim blieben. Aber sie wird auch viele Unglücke und Katastrophen mit sich bringen, wie sie die Menschheit noch nie zuvor gesehen hat. Mit dem Öffnen der ersten vier Siegel lässt Gott die vier Reiter der Apokalypse auf die Erde kommen, die auf Pferden unterschiedlicher Farbe reiten. Der erste von ihnen reitet auf einem weißen Pferd. Er trägt einen Bogen und Pfeile sowie eine goldene Krone. In manchen Auslegungen ist er Jesus Christus selbst. In anderen Versionen ist er die als Antichrist bekannte Figur, deren Aufgabe es ist, um die Welt zu reiten und vergiftete Pfeile zu verschießen, die die Keime aller Krankheiten enthalten und die Pest auf die Erde rufen. Der zweite Reiter ist derjenige, der den Krieg bringt. Er trägt ein Schwert und reitet ein rotes Pferd. Ihm wurde das Recht eingeräumt, den Frieden auf der Erde zu zerstören und die Menschen dazu zu bringen, sich gegenseitig gnadenlos zu töten. Sein erhobenes Schwert steht für das Ende des Friedens und sein blutrotes Pferd bedeutet den Tod tausender von Menschen, was auf einen großen Weltkrieg hindeutet, in dem Städte verwüstet werden und tausende von Menschen ihr Leben lassen müssen. Der dritte Reiter reitet auf einem schwarzen Pferd und ist im Volksmund als derjenige bekannt, der eine Hungersnot über die Welt bringen wird. Er trägt eine Waage bei sich, die für die Unbeständigkeit der Gerechtigkeit stehen kann, die in die eine oder andere Richtung schwanken kann. Die Waage steht auch für die Nahrungsmittelknappheit in der Welt, denn mit einem vollen Tageslohn kann man nur einen Teil des Weizens kaufen, der eine einzige Person ernähren kann, sodass die Arbeiter Mühe haben, ihre Familie zu ernähren. Der vierte und letzte Reiter ist der Tod. Er reitet auf einem mageren, kadaverartigen Pferd von blassgelber Farbe. Der vierte Reiter wird in Begleitung des Hades dargestellt, was bedeutet, dass er in seiner Nähe den Eingang zur Welt der Toten hat, in der unzählige Dämonen hausen. Mit der Ankunft des vierten Reiters beginnt auch eine neue Phase der Prophezeiung, in der Gott den vier Reitern die Herrschaft über ein Viertel der Erde überträgt, damit sie mit dem Schwert, durch Hunger und Krankheit töten und den Tod durch Angriffe wilder Tiere über die Menschen bringen. Die ersten beiden Reiter werden Gemetzel und Unterdrückung bringen, auf die wiederum der Reiter der Hungersnot folgen wird, der die Nahrungsmittelproduktion und die Hoffnung auf künftige Ernten zerstören wird. Damit sind die Voraussetzungen für eine Seuchenepidemie geschaffen. Und das Kommen des vierten Reiters wird die Erdbevölkerung durch den Tod dezimieren. Im Laufe der Jahre sind zahlreiche Interpretationen über das Buch der Offenbarung gemacht worden. Während einige davon ausgehen, dass die von Johannes beschriebenen Ereignisse bereits in der Vergangenheit beim Untergang des Römischen Reiches stattgefunden haben, glauben viele, dass sich die Prophezeiungen noch erfüllen werden und dass unsere Welt dem Ende immer näher kommt.